Ja, ich heiße euch herzlich willkommen. Ich freue mich schon die letzten Tage wie ein Bekloppter, das neue Walking Dead 400 Days spielen zu können. Und ich bin echt mal gespannt, ja, wie das hier weitergeht. Beziehungsweise eigentlich ist sicher keine Fortsetzung. Es spielt hier prinzipiell ungefähr im gleichen Zeitraum. Ebenfalls in Georgia, wo ja Macoun auch liegt. Und tja, ich habe mir in den letzten Tagen kein Video angeguckt. Ich habe nur mal kurz einen Tash ganz kurz überflogen, weil ich wissen wollte, was man so eine Meinung hat zu dem Zwischengänger, zum Lückenfüller, bis die zweite Season rauskommt. Ja. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Ich starte jetzt einfach mal. Spezial 400 Tage. So. Das Einzige, was ich prinzipiell weiß, ist die Zeit, und die Tatsache im Prinzip, dass ich fünf Personen spiele, die aber zeitlich hintereinander liegen, also sprich ungefähr 400 Tage durch fünf Personen. Ja, und das ist auf dieses Fernfahrer-Lokal, inklusive Tankstelle. The Walking Dead. 500 Days. 400 Days. Ja! Wunderbar. Oh. Es ist ja schon soweit. Gatineau, next rest stop, 45 Meilen. Ist ja gar nicht so weit. Ich könnte meinen, in Deutschland lägen die Tankstellen weiter auseinander. Teilweise. Also die Welt, also hier sind schon die Zombies, ja. Es ist nicht so, dass das Ganze erst noch ausbricht. Aber wie gesagt, es spielt ja auch zur gleichen Zeit wie die Folgen 1 bis 5. Relativ gesehen. Und ja, 400 Tage, das ist ein bisschen mehr als ein Jahr. Wenn man überlegt, wie lange das die Gruppe ungefähr soweit zusammen war, bis also von Teil 1 bis Teil 5, wird wohl auch ungefähr dreiviertel Jahr bis ein Jahr gewesen sein. Zwischen Folge 1 und Folge 2 liegen ja schon 3 Monate. Also, so beginnt zumindest mal Teil 2, Folge 2. Ja, ich wähle jetzt einfach mal den Vince, glaube ich. Es könnte dann sogar den ganzen nacheinander der erste sein, vermute ich jetzt einfach mal. Damn it. I told you. I already told you it wasn't me, man. Man, come on. I told you like 20 times. I don't even know your bro. Autsch. Den hat er da jetzt erschossen. Run, Baby, run. Immerhin. So langsam sind die Bullen hier gar nicht. Ich glaube, ich verstecke die Waffe in Hose. Oder habt ihr gerade gesehen, die Übersetzung? Ja, es ist ganz perfekt, weil die deutsche Übersetzung, also die Untertitel, schon in Folge 1 bis 5 nicht. Aber über die kleinen Fehler kann man durchaus ein bisschen über hinwegsehen. Vince, Tag 2. Aha, das war also der erste Tag, der Mord ist schon gefasst worden. Ich bin wirklich mal gespannt, ob das jetzt genauso teilweise wirklich emotionell wird, weil in Folge 3, ja, in Folge 3 beispielsweise, What do you think happened to him? Whatever it is, it's big. What the hell, man? Go by What? already. You know. Ja, auf jeden Fall auf in Folge 3, Jesus, you als guys. You gonna make me? ich vor der Entscheidung Yeah. stand, Hey, Lily. Vince! Justin's gonna make me! It's
too hot for this shit. Vince, sitzen zu lassen. I'm making him hot now. Yeah, Danny, you're making me hot. I knew it. I got that Latin heat you can't resist. Come here, boy. Gretschow mal ein. Ja, ich hab sie stehen lassen und hat sich zum Schluss doch noch rausgestellt, dass der Neue tatsächlich die Banditen da versorgt hat. Eigentlich in guter Absicht sozusagen, aber es war dann halt trotzdem scheiße. Und ich hätte in dem Moment so kotzen können. Man hatte von der Lily nie wieder was gesehen, aber man kann davon ausgehen, alleine, ohne Waffen. Ich glaube, sie blieb ja, glaube ich, ohne Waffen zurück. Man kann davon ausgehen, dass sie gestorben ist. Oder zu einem Zombie-Wurde. You were convicted, Danny. Das war aber knapp. Admit that much. Oh, come on, Vince. That don't mean I did it. My lawyer's gonna be hearing tell about you what, guys. I ain't afraid to say it. I'm really this. Missing my girlfriend. Kann ich mir vorstellen. It's worse than that, man. Okay. She won't talk to me. Haven't heard her voice in months. Really messing with me, like for real. Immer diese Weicheier hier. I want to, but you know. Check endlich, dass du gerade ins Gefängnis fährst, mein Freund. What's the matter, man? You're headed to jail. Never heard of a conjugal visit? Danny, I know you don't realize this because you're you, but you probably ruined that poor girl's life, you piece of shit. Big talk from white collar back there. How many lives you wrecked, kid? Who cares? Hotter than hell up in here. I'm getting dehydrated. Hey, how about some water back here? Shut up. I thought you took the stand and cried your eyes out. I'm telling you again. Didn't you lose your shit and tell them you didn't know what you were doing? Or I'll shut you up. I lied. Turns out I'm good at that. You lied on the stand? See, that's the kind of shit I could never do. Religious? Nah, man. Watch a lot of cop shows? Nope. What then? It just ain't right. You should have been a man about it. I can't believe I'm getting my moralistic shit kicked in by a couple of criminals. You wanna know the funny thing? I don't regret any of it. I carried my victims for years. They knew what they were getting into. And now here I am, and there they are. And Wall Street assholes pulling the same scores are smiling on TV. Fuck that. How did it all work, anyway? It was like a pyramid scheme. Aren't those kind of shit? It was a really good pyramid scheme. Hey, if nobody got hurt, no harm done. They'll get their money back. How much did you make off? Ich weiß nicht, was ihr so für Entscheidungen getroffen habt. So like couple hundred K. Aber in Folge 3 habe ich zumindest mal auch Katja und ihren Sohn verloren. Ich wollte zwar eigentlich Kenny dazu bringen, dass er seinen Sohn erlöst. Yeah, Father Vincent. I bet he touched a kid. Two kids. You touch a couple kids. Ich bin mal ehrlich. I killed some assholes. Guck mal ein bisschen an. Ja, aber dann ist doch seine Frau in den Wald. Are you? And how do you know? Like I said, I'm good at lying. And he's not. What do you think? Do I look like Schuss I'm lying? No. Kam nicht zurück. No, you don't. How'd they get you? Und als ich halt mit Kenny reingegangen bin in den Wald, da lag sie da. Man, und der Sohn hat immer noch gelebt. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Eigentlich hätte ich gedacht, wenn schon. Also ich habe eh nicht gedacht, dass er das tut. Aber wenn, dann erschießt man doch erst seinen Sohn und dann sich selber. Ich verstehe ja Muttergefühle irgendwo. So, jetzt geht's hier rund. Hey, get in there, man! Anyone know this guy? Nah, man. No idea. Damn it, Crabtree! Don't make me come back here now! He's gonna kill him, Vince! Let the guard handle it, guys. Fuck that! We gotta get in there! Nicht mal einschreiten? Do not wanna get in the middle of that shit, Danny. Vince, you're the tough guy here. We gotta get in there, right? I'm not doing any more time to save some stupid asshole. Where's your empathy, man? Komm, hilf ihm. Help him, Danny. What's hilf that? Ihm, Junge. Ah, fuck, der kommt nicht an. Chain's too short. Crabtree, I'm warning you one he's last not time, man. God damn it. You gotta get in there. Get yourself in there and break that shit go up on, there. Man. Come on, boy. Get back there. Okay, asshole. Let him go. Get in between them, god damn it. He's gonna kill that boy. Crabtree? Last warning. Oh, ich mach hier mal. Shit. What the fuck was that? Fuck. Jesus. What happened? What did you do, boy? Okay. God
damn it, boy! Answer me back there! That guy's still alive! Get those cuffs off him, man! Wie, der hat ihm doch in den Kopf geschossen. Oh, das war keine gute Idee. Ja, gut, egal. What the hell was that? Er hat seine Fußfesseln. He made a move on me! I don't know! Scheiß Kopf, hat die Nerven verloren. Nobody had to die. Ballert einfach mal um sich. This is what happens when you give guns to assholes. He's, Fucking fuck! You gotta call someone, man! What? Du musst niemandem rufen, schieß ihm in den Kopf. Don't call it in here. Just wait, okay? Just give me a damn minute. He might still be alive. Call a damn ambulance, man. I just need a minute. I need a minute to think. You ain't got a minute. Shut up, you hear me? Just shut your mouth. Okay. Calm down. Take it easy. Quit waving that thing around before you get someone else killed. Oh, you gonna get smart with me now? Vince, it's okay. Just back off. We all need to take it down a notch. You really want to pull that trigger again, son? Der hat doch eh die Hosen voll. Thanks, man. What the fuck? Oh, jetzt geht's los. Ja. Did you see that? I saw it. Yeah. Das sagt uns doch eigentlich, wir müssen hier ganz dringend raus. Get this bus moving. Hey, driver, I said, let's go, man. We're staying right here. We're safe. Nein, sind wir nicht. Bitte? Jesus. Oh mein Gott. Wir brauchen die Schlüssel. Hey, hey, you need to call someone. You hear me? We need to... Did he just bail on us? Ja, ich würde sagen, große Folge. What the hell, man? Back up. Fuck. Man, fuck, back. Fuck. Oh shit. Wenn der seinen Fuß, wenn er schafft, seinen Fuß da rauszukriegen. Zombie Fleisch ist ja relativ weich. We gotta do something. I'm trying to think. Better think fast, man. Then shut up for a second. Find a weapon. Right, man. Yeah. Where's the guard's gun? Yeah, the gun. Good thinking, Justin. Yo, where the fuck is it? I think he fell on it. It's underneath him. Oh, fuck me. Ja, dann drehen wir den mal. Oh, da ist er tatsächlich. Get the gun, man. Get up, Vince. Nehmen wir ihn. Komm. Nimm sie. Shoot this asshole, Vince. Do it. Das war Nummer 1, aber der Wachmann. Ja, lass dich raus. Sorry. Man, I can't believe this shit. Can you believe this shit, man? No. We gotta find some way to get out of here. Nothing. Zuallererst brauchen wir mal Schlüssel. Can't do anything until we get out of these damn chains. Maybe he's got the key. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der wieder zurückkommt. Nothing. Well, shit, if the keys aren't on him, then where the hell are they? He must have left them up front. Oh. Maybe we finally caught a break. Danny, hey, don't. Buddy! What the fuck? God damn it, Danny. You always put your fucking foot in. You, man. You gotta get out of here before any more of them show up. That's not gonna hold. Vince! Fire the fucking gun! Ja, komm. Schießen wir mal durch. Whoa, watch it. Ain't gonna work. Das wird klappen, Ruhe. Upp. Keep shooting, Vince. Need those keys. Shoot the chains, man. Ja, das bringt aber auch nichts. Point. Wollt ihr die jetzt echt auseinanderziehen? There's gotta be a way. Can't we just shoot off the chains? No way. Wouldn't cut through. What about the cuff? If we shoot one of those off, the chain will slip right out. Are you fucking insane? What do you think is gonna happen if you fire a shotgun that close okay, to someone's well? What do you think is gonna happen if we don't get the fuck out of here? Vince, give me the gun. We gotta do this. Nee, garantiert nicht. Ich geb dir garantiert nicht die Knarre. Das kannst du knicken. Vince, what the fuck?
sorry, man. Fuck you! Do it! Hurry! Ich habe mich mal für ihn entschieden. Ich hoffe, ich tue im... Do it again! Come on, let's go! Genau so bin ich. Tja. Nicht zum ersten Mal entscheide ich mich, wer stirbt und wer lebt. Das hinterlässt manchmal ein bisschen ein komisches Gefühl. Okay. Das war Nummer 1. Tja. Okay. Ich würde sagen, dann ist wohl Wyatt der Nächste.